weit sind die Finger von meinem Kopf weg und sie bewegen sich doch, wenn ich es will. Wie weit sind doch die Finger von meinem Kopf weg und sie bewegen sich doch, wenn ich es will. Und manchmal halten sie auch still, wenn ich es will. Aber nicht immer. Dann gibt es diesen Schimmer, dann gibt es diesen Blick, dann kann ich nicht mehr, dann halte ich mich nicht zurück. Dann kribbelt es hier, dann kribbelt es da, und ich weiß gar nicht mehr, wo ich gerade eben noch war. Dann läuft es von alleine, dann gibt es kein Zurück, dann bin ich ganz vorne, ganz weit ein Stück, und dann bin ich so langsam, dann bin ich ganz schwer, dann weiß ich gar nicht so ganz mehr, laufen die Finger noch, wenn ich dran denk, die Finger sind so weit von meinem Kopf weg, die Finger sind so weit von meinem Kopf weg, und schaffe ich jetzt noch diesen schwierigen Griff, und habe ich jetzt noch die Intensität für diesen Schliff, oder habe ich jetzt noch den letzten Blick, gelingt mir noch das gewisse so große Stück. Ich glaube, die Finger sind so der kleine Finger ist weiter weg als die anderen Finger, aber vielleicht ist es auch egal, vielleicht ist es mit den Fingern eine Qual, vielleicht soll ich es mit den Füßen probieren, oder ganz anderes nochmal studieren.